Hallo und willkommen zu Teil 4 unserer kleinen Photoshop Vintage Effect Tutorial Serie. Und diesmal beginnen wir mit einer Ebenenkopie. So, diese Ebenenkopie wandeln wir in den CMYK-Modus um. Dabei müssen wir darauf achten, nicht die Ebenen zu reduzieren. Und jetzt gehen wir in die Kanäle-Palette. Dort wählen wir den Gelb-Kanal aus und über die Tastenkombination STRG I invertieren wir diesen Kanal einmal. Wir gehen zurück in unsere Ebenenübersicht und wandeln diese obere Ebene wieder zurück in den RGB-Modus. Wieder darauf achten, nicht zu reduzieren. Sondern als letzten Schritt brauchen wir diese Ebene jetzt nur noch auf den Modus weiches Licht zu setzen. Und schon haben wir unseren fünften Effekt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.